du hast meine Geschichte noch gar nicht angehört, aber glaubst schon, mich zu kennen. Wenn man sehr schnell mit so einer Erklärung kommt, fühlen Leute sich sehr schnell, sehr leicht psychologisiert. Also ich versuche den Leuten eine Dynamik zu erklären, eine Beziehung zu erklären, und die haben aber gar nicht Enneagramm gebucht. Wir beschreiben die Dynamik, die die erleben, aber noch gar nicht so klar bewusst mit Worten hätten beschreiben können. Also die Parteien erkennen dadurch, dass der andere eben nicht etwa böswillig ist. Es ist so normal, dass es Modelle dazu gibt. Wenn ich aus meiner subjektiven Wahrnehmung plötzlich ein objektives Bild bekomme, dann hat das sehr transformative Kraft. Ja, moin Pam. Hi, hi Philipp. Hi, und Tillmann. Hallo Tillmann. Ja, wir sagen es gleichzeitig. Hallo Tillmann. Moin, moin, ja, hallo. Wir sind zu dritt im Screen, ja. Hallo Philipp und Pam, moin. Schön, dass du mal wieder da bist und mit uns heute über ein Thema sprichst, das wieder mit Mediation natürlich zu tun hat. Tillmann Metzger, ich nenne es einfach mal die Mediationskoryphäe. Ich darf das ja sagen, auch wenn du es nicht über dich selber sagst, Tim. Und ich sag das auch. Ja, Pam sagt es auch. Ich glaube, es sagen noch mehr. Ja, und das Thema Kopf, Herz, Bauch, die drei Intelligenzen, Tritelligence, diese beiden Themen werden wir heute miteinander verbinden. Und bevor wir das tun, noch einmal ganz kurz, Tillmann, du bist Mediator. Vielleicht sagst du noch mal ein, zwei Sätze zu dir und auch zu deiner Ausbildung. Ja, also ich bin Mediator im innerbetrieblichen Kontext, Führungskräfte, Inhaber von Betrieben, Betriebsräte und so weiter. Mache das seit fast 40 Jahren, also jetzt nicht im innerbetrieblichen Kontext, aber ich kenne es eben seit 40 Jahren durch meine Arbeit in Nordirland, die ich damals gemacht habe, und bilde eben auch mit Pam zusammen seit 2010 Mediation sehr eng im Kontext des Enneagramms aus. Also da verbinden wir das sehr eng auch miteinander. Ja, ja. Und Enneagramm und Mediation passen wie die Faust aufs Auge. Also ich kann nur empfehlen, wenn jemand eine Mediationsausbildung macht und dann auch noch mit der Methode der Klärungshilfe, dann empfehle ich Tillmanns Ausbildung. Ich habe sie auch schon hinter mir, ich kann sie sehr empfehlen. Und vielleicht kannst du noch einmal sagen, wann startet die nächste Ausbildung bei dir? Die startet jetzt im März wieder, 20. März 2025. 20. März. Und wo müssen die Leute da hinkommen, damit die da mehr Informationen erhalten? Du meinst jetzt auf welche Website? Ja, genau. Wo finden die dich? Ja, tatsächlich haben wir jetzt eine neue Website, in der wir nochmal sozusagen die Mediationsausbildung besonders gut darstellen, nochmal abgesetzt von meiner sonstigen Tätigkeit als Mediator. Und diese Website heißt mediationsausbildung.de. Oh ja, sehr schöne URL. Und ich möchte hinzufügen, es ist eine Mediationsausbildung, aber nicht nur eine Mediationsausbildung. Es ist sowohl die Methodik als auch immer auch mit einem ziemlichen Schritt in die persönliche Entwicklung verbunden. Das hören wir von alle Teilnehmer am Ende, was sie von Entwicklung gemacht haben in diesem Jahr mit uns und mit Mediation unterwegs. Ja, ja. Und Tillmann ist jetzt mittlerweile, wenn ich richtig zähle, das 9. Mal bei uns im Podcast. Also bitte, wenn ihr noch mehr Episoden mit ihm hören wollt, dann unbedingt reinschalten in die anderen Folgen. Und heute, Tillmann, welches Thema hast du mitgebracht und warum? Ja, also so Arbeitstitel ist im Grunde genommen das Erklären. Erklären kann man mit ganz verschiedenen Modellen. Beim Erklären geht es darum, den Parteien zu helfen, ihre Dynamik besser zu verstehen, ihre Beziehungsgestaltung, ihre Kommunikation besser zu verstehen. Und da kann man eben verschiedene Modelle anwenden. Und natürlich eignet sich auch das Enneagramm sehr gut dafür. Und insofern werden wir uns damit beschäftigen, hier im Podcast mit dieser Verbindung von dieser Tätigkeit des Erklärens durch den Mediator, durch einen Dritten, muss nicht unbedingt nur ein Mediator sein. Und wie man speziell eben die Qualität von Kopf als Bauch dafür auch beschreiben, nutzen kann. Und vor allen Dingen ist die Herausforderung, vielleicht ganz kurz schon vorausgeschickt, ich habe ja fast immer mit Menschen zu tun, die das Enneagramm noch gar nicht kennen. Ne? Also ich versuche den Leuten
eine Dynamik zu erklären, eine Beziehung zu erklären, und die haben aber gar nicht Enneagramm gebucht. Das taucht im Prinzip gar nicht auf meiner Website als Mediator auf. Und das ist, glaube ich, für viele eine Situation, dass sie auch Interesse haben, über das Enneagramm zu reden, aber die Frage ist, wie kann man das eigentlich nutzen, wenn das Gegenüber es noch gar nicht kennt? Also das wird so einer von den Themen sein heute. Ein sehr interessantes Thema. Ich bin gespannt, Tim. Ja, und ich habe direkt die erste Frage. Du nennst es jetzt erklären. Kannst du es noch mal ein bisschen emotional greifbarer machen, was damit gemeint ist? Weil das klingt ein bisschen sachlich, aber tatsächlich steckt da ja vor allem innerhalb eines Konfliktes eine sehr wichtige Komponente drin, Leute wieder mehr Verständnis und so weiter zu bringen. Also im Grunde stimmt das total, was du sagst. Also es ist eine Versachlichung tatsächlich. Also es ist insofern sachlich, als dass man sich vorstellen muss, und das ist auch schon ein wichtiger Teil von der Frage, wann kann ich das Erklären eigentlich anwenden? Mein typischer Anwendungsfall ist ja in Konflikten, in der Mediation. Und ich habe mit den Menschen dann schon viele Stunden gesprochen tatsächlich, habe mir deren Geschichte angehört, die verschiedenen Geschichten angehört, habe mich da sehr empathisch reingegeben, habe ihnen gezeigt, auch wiedergegeben, was ich verstanden habe. Und wenn dann eine Situation ist, dass durch dieses, ich sag mal, normale Mediationsgespräch zwischen den Parteien, die nicht wirklich aus dem Dickicht rauskommen, und dass ich wahrnehme, da sind richtig typische, in diesem Fall eben enneagrammatische Muster, die auch dem zugrunde liegen, dann im Grunde genommen, sage ich so, im letzten Viertel der Mediation, das kann beim Team der Nachmittag des zweiten Tages sein, sage ich, ich würde Ihnen gerne mal sagen, wie ich das ganz von außen sehe. Darf ich Ihnen mal das beschreiben, wie ich das wahrnehme? Und das ist sozusagen die Intro. Und insofern ist es tatsächlich, wie du sagst, eine Versachlichung, nämlich gewissermaßen meine Aktivität, etwas, was für die Parteien als ärgerlich wahrgenommen wird, als Unterschied wahrgenommen wird, den man teilweise fast schon pathologisiert, als etwas zu beschreiben, was eigentlich normal ist. Es ist so normal, dass es Modelle dazu gibt. Und wie gesagt, man kann verschiedene Modelle verwenden, in diesem Fall eben das Enneagramm. Also es ist so normal, dass es Modelle darüber gibt. Und das hat dann eben einen versöhnenden Charakter. Also die Parteien erkennen dadurch, dass der andere eben nicht etwa böswillig ist und man selber nicht etwa pathologisch ist, sondern dass es ganz normal ist, dass Menschen an bestimmten Linien unterschiedlich sind. So, das finde ich ganz, na, es war jetzt gar nicht so kurz, aber das so als erstes Intro, weiß nicht, wie gut verstehbar das jetzt gerade war. Also das heißt, ich habe, wenn ich es nochmal zusammenfasse, dieses Erklären würdest du nicht schon am Anfang einer Mediation machen, um irgendwas miteinander, um die Leute näher zueinander zu bringen, sondern eigentlich erst, wenn dieser Prozess der Mediation an sich, also wenn die Parteien unter sich sprechen, wenn das gar nicht wirklich so zusammengefunden hat, dann würdest du sozusagen einen Schritt rausnehmen, die Metaebene reinbringen und sagen, darf ich Ihnen mal erklären, wie ich das von außen sehe? Und dazu nutzt du unter anderem dieses Modell der drei Intelligenzen, um mehr Verständnis zu erzeugen, so, guck mal, diese Person verhält sich so, weil dafür gibt's auch gute Gründe, und die andere Person verhält sich eben anders, weil dafür gibt's auch gute Gründe. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, und ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, also wenn Menschen zu mir kommen, dann kommen sie ja unter der Überschrift von Mediation, Thema Metzger Mediation. Das ist das, was ich verkaufe. Ich verkaufe Klarheit durch Mediation. Und bei dir, Pam, und bei dir, Philipp, ist es ja anders, ne? Bei euch ist das große Portal Enneagramm. Das heißt, wer euch einkauft als Coach, Mediator, wie auch immer, der weiß, da ist das Enneagramm und die rechnen damit. Wenn das nicht so ist wie bei mir, dann fühlt sich das, wenn man sehr schnell mit so einer Erklärung kommt, egal auf welcher Ebene, das kann irgendein Schulz-von-Thun-Modell sein, das kann das Enneagramm sein, wenn man zu schnell mit so einer Erklärung kommt und den ich vorher ausführlich zuhört, fühlen Leute sich sehr schnell, sehr leicht psychologisiert. Also gewissermaßen, du hast meine Geschichte noch gar nicht angehört, aber glaubst schon, mich zu kennen. Ja, und das ist sozusagen so eine Art von narzisstischer Kränkung und auch das Gefühl, ich als Mediator würde mich gar nicht mit dem Menschen selbst befassen, sondern hätte so ein vorgefertigtes Stereotyp, was ich ihn überstülpe. Und ich finde an der Stelle wichtig zu verstehen, was wir reinbringen mit dieser Erklärung, mit dem Enneagramm. Wir beschreiben die Dynamik, die erleben, aber noch gar nicht so klar bewusst mit Worten hätten beschreiben können.
Also wir bringen Worte, wir übersetzen die Dynamik zwischen den Personen. Wir geben Worte, dass die selber ein Aha-Erlebnis haben können. Und wenn wir es gut machen, halten wir uns auf die Dynamik und die Gründe, warum es so ist, und nicht so sehr auf der Person. Das ist genau das, was finde ich, ist die Wirkung von dieser Erklärung. Und wo man merkt einfach dieses, oh, tatsächlich. Ja. Die hätten es selber so nicht beschreiben können. Die Motivation, und die Dynamik. Und natürlich werden das auch hinterher nochmal ein Beispiel machen, denke ich. Natürlich funktioniert das nur, wenn die etwas von sich darin wiedererkennen, das ist klar. Aber die Realität eines Konfliktes, die ist ja sehr, sehr, sehr komplex. Und das ist eben das Vorteil von Modellen, der Vorteil von Modellen, auch Vorteil des Enneagramms, dass in dieser Komplexität so eine gewisse Auswahl getroffen wird, so eine Schneise durchgeschlagen wird. Und da, wo man vorher hunderte von Variablen sieht, auf einmal ein paar Variablen sieht, die sehr viel Sinn machen. Na, also das, was du sagst, Pam, da ist gewissermaßen diese Wahrnehmung für diese Aspekte nicht da, weil es einfach in so einem Rauschen von Informationen eigentlich untergeht, könnte man sagen. Ja. Und ich finde es sehr interessant, dieses Versachlichen hat auch, wenn ich jetzt Ken Wilber zitiere, der die integrale Welt, man kann sagen, gegründet hat, mit seiner Haltung. Er sagt ja, wenn ein Subjekt zum Objekt wird, dann ist es Entwicklung oder neue Erkenntnis. Also wenn ich aus meiner subjektiven Wahrnehmung plötzlich ein objektives Bild bekomme, dann hat das sehr transformative Kraft. Wirkung, und, ja, genau. Und diese Erklärung mit einem Modell, ne, Kopf, Herz, Bauch, da wirst du dann natürlich gleich ein bisschen erzählen, wie du das machst. Aber dieses Objektivieren, was du auch gesagt hast, normalisieren, es ist völlig normal, dass Menschen sich eigentlich sind Konflikte vorprogrammiert in der Welt, ne? Also, ja. Ich finde das ein ganz tolles Stichwort da vom Subjekt zum Objekt, weil was tatsächlich durchs Erklären passiert, durch meine Einleitung, die ist ja, ich würde Ihnen mal erzählen, wie ich das ganz von außen sehe, wäre es für Sie okay? Und bitte lehnen Sie sich zurück und nicken Sie jedes Mal, wenn es stimmt, was ich sage. Also ich führe die gewissermaßen von der Bühne des Dramas herunter. Gerade eben haben die noch miteinander gesprochen und sagt ihnen, bitte lehnen Sie sich zurück, hören Sie sich das mal an. Und das ist genau der Prozess, den du gerade mit Ken Wilber zitiert hast, dieses gerade war ich noch ich und identifiziert meinen Blick. Und jetzt schaue ich mir in den Worten des Mediators, der Mediatorin, dieses Drama von uns beiden oder dreien oder vieren, wie auch immer, von außen an. Ne? Und das, genau das ist das. Ne? Also ich schaue mich von außen an und verobjektiviere die Beziehung dadurch ein Stück weit. Ja, was es leichter macht, sich zu dissoziieren, zu distanzieren, zu sagen, vielleicht gibt es doch noch einen anderen Weg. Wollen wir mal ein bisschen konkret werden? Wie würdest du gerade auch, ich finde das so spannend mit dem Dilemma, sage ich mal, dass du ja weder das Wort Enneagramm wahrscheinlich gar nicht in den Mund nimmst. Nein. Also von daher, wie gehst du da jetzt ran? Wenn die Leute sagen, ja, wir wollen mal bitte, Herr Metzger, wir wollen mal Ihre Sichtweise hören. Was kommt dann? Ja, vielleicht nochmal, bevor ich so ein bisschen wortwörtlicher wäre, nochmal, es ist ja einmal das Dilemma, die kennen das Enneagramm nicht. Enneagramm als Wort erzeugt manchmal so ein bisschen so Abwehrreaktion, weil es ein Fremdwort ist und man erstmal nicht so richtig weiß, was soll das jetzt? Und ich kann natürlich auch jetzt nicht sozusagen im allergrößten Detail erklären. Ich kann Ihnen ich habe jetzt, sag mal, 7 Minuten Zeit vielleicht oder 10 Minuten Zeit oder vielleicht ein bisschen mehr, wenn das Gespräch sich dann gut entwickelt. Aber im Grunde genommen muss ich so ein bisschen selektiv rangehen und muss ein bisschen das, was die Leute gesagt haben, highlighten, also ein paar von diesen Stichworten rausholen. Und das Erste, wie ich da einsteige, um überhaupt so eine Art von Anker zu haben, ist, dass ich denen erstmal den Kreis aufmale. Ich mache diese 3 Kreissegmente, die 3 Zentren sozusagen, die Segmente male ich auf dem Flipchart auf. Und dann sage ich den Leuten, ich habe hier ein Modell, was sehr gut typische Dynamiken in Konflikten erklärt. Ja, also das, was Ihnen da passiert miteinander, das ist so normal und so typisch, dass es dazu tatsächlich ein Modell gibt. Und dieses Modell, über das ich hier spreche, das geht von 3 sehr zentralen, wichtigen Grundbedürfnissen aus. Und zwar von den Grundbedürfnissen nach Beziehung, nach Autonomie und nach Sicherheit. Und diese 3
Grundbedürfnis hat jeder Mensch. Also jeder braucht Autonomie im Sinne von Selbstbehauptung, Selbstverwirklichung, Sinn im Leben, Abgrenzung. Jeder braucht Beziehung im Sinne von Wertschätzung, Nähe, Akzeptanz, Verbindung etc. Und jeder braucht natürlich auch Sicherheit, wobei Sicherheit hier vor allen Dingen gemeint ist mit Sicherheit durch gute Informationen. Und im Grunde könnte man sagen, wenn wir in unserem Leben gut genährt sind auf diesen drei Bedürfnissen Sicherheit, Beziehung, Autonomie, dann haben wir ein zufriedenstellendes Leben, könnte man sagen. Und das heißt, eigentlich braucht jeder Mensch diese drei Beziehungen, aber, und das ist jetzt das Besondere an dieser Typologie, über die ich hier spreche, wir neigen dazu, eines dieser Bedürfnisse unbewusst permanent in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, zu 95% werden wir in unserem Alltag gewissermaßen von einem inneren Autopiloten geneigt, der das, was wir wahrnehmen, das, was wir tun, das, was wir sagen, optimieren in Richtung eines dieser drei Bedürfnisse. Also eines dieser drei Bedürfnisse stellen wir in den Vordergrund. Dadurch nehmen wir bestimmte Dinge besonders stark wahr und andere fallen in den Hintergrund. Und das hat natürlich aber auch für unser Handeln und unser Verhalten Konsequenzen, wenn wir eben bestimmte Aspekte machen. Das ist im Grunde so das Intro, mache ich dazu auf und so die drei Grundbedürfnisse und Vorteil von eben diesen drei, wenn man erstmal von den drei Grundbedürfnissen ausgeht und diese Sprache verwendet, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt nie irgendeine Art von Widerstand bekomme, ne? Weil das ist irgendwie einleuchtend. Ich sage jetzt auch nicht, das sind die alleinigen Grundbedürfnisse, ich sage einfach nur, das sind drei sehr, sehr wichtige Grundbedürfnisse und mit denen kann man gut Konflikte erklären. Das ist im Grunde erstmal das erste Intro. Ja, Und ich denke, das weckt schon Interesse. Ja, ja. Das alleine schon, diese Erklärung ist etwas, was, weil es relativ einfach und relativ klar ist, aber trotzdem gibt es eine Resonanz. Also jeder Mensch hat eine Resonanz auf diese Erklärung. Erstmal. Es ist nicht kompliziert geworden, ne? Ja, ja. Ja, und ich glaube, dass hier dieser Punkt, die Leute da noch mitzunehmen, also wir sprechen ja immer davon, dass wenn man die drei Zentren, ne, wie sind die drei Zentren offen? Also wann bin ich bereit, jemandem zuzuhören im Sinne von, wann bin ich offen für Input von außen? Da ist das Kopfzentrum natürlich eine der zentralsten Sachen, weil wenn ich in meinem Kopf abschalte und verschlossen bin, dann geht natürlich gar nichts rein. Also in dem Fall. Und die offene Seite des Kopfzentrums ist ja ganz oft umschrieben mit Neugierde. Ne? Also wenn mein Kopf wach ist, wenn ich Lust habe zuzuhören, dann habe ich auch eine gewisse Neugierde in mir. Was kommt jetzt? Und mit deiner Erklärung bis jetzt wächst du Neugierde und daher auch Offenheit, dass sie noch nicht sagen, ja, nee, ist völliger Schwachsinn und Herr Metzger, also da haben Sie mich schon verloren. Ne? Das ist wieder dieses Verschlossene. Und dann eben, was ich dann mache, ist, dass ich je nachdem, wer da vor mir sitzt, beschreibe ich meistens zwei, manche auch drei, die drei Zentren. In ganz seltenen Fällen gehe ich sogar auf Stile ein, aber meistens versuche ich es eher so einfach zu halten, dass ich es vom Zentrum her erkläre. Und ich verwende halt, ich meine, wenn ihr über Tritelligence Kopf als Bauch redet, dann gibt es da so einen ganzen Schwarm von Wörtern. Ne? Das ist sozusagen, gibt eine ganze Menge von Wörtern, die das gut qualifiziert. Ja. Und im Grunde genommen mache ich daraus so ein bisschen eine Auswahl. Also ich lasse mich da inspirieren davon, welche Eigenschaften der Menschen, welche typischen Themen sind aufgetaucht. Und die schreibe ich halt dann erstmal in diese drei Zentren, die drei Segmenten rein. Ich beschreibe erstmal ein Segment, dann das nächste Segment, vielleicht auch noch ein drittes Zentrum. Und manchmal lasse ich es tatsächlich offen, wen ich da gerade meine und frage dann, nachdem ich dann sozusagen die zwei oder drei Zentren in Stichworten skizziert habe, ob die sich da irgendwo wiederfinden. Und ich würde mal so sagen, so zu 85%, schätze ich mal, 80% finden die Menschen sich so, wie ich sie auch selber einschätzen muss. Dazu natürlich sagen, ich mache mit denen in aller Regel vorab kein Interview. Also 100% sicher bin ich mir da auch nicht immer, aber ich habe halt aufgrund von stundenlangen Gesprächen eine Einschätzung. Ja. Und nachdem sozusagen die sich damit sozusagen verbunden haben, darüber gesprochen haben, gibt es dann häufig noch so einen weiteren Schritt, wo ich noch etwas genauer auch die Dynamik zwischen diesen jeweiligen zwei oder drei Zentren beschreibe in diesem Fall.
Und auch, manche gehe ich auch konkret auf Entwicklungsfelder. Also was ist konkret das, worum es hier geht? Also gerade bei Bauch, wenn ich da so einen Achter vor mir sitzen habe, ne, geht es ganz oft um dieses Big Energy, diese große Energie, die nach außen rausgeht und von außen viel heftiger wahrgenommen wird, als es häufig von dem Achter von innen wahrgenommen wird. Und diese Coaching-Aufgabe, Selbstbeobachtung, wahrnehmen. Ne? Wann geht bei mir die Energie los? Und auch so Verabredung zum Feedback zum Beispiel, dass andere Leute auch eingeladen werden, Feedback zu geben. Also das hängt dann so ein bisschen davon ab, was sich da anbietet. Kannst du es denn noch ein bisschen, ich glaube, du hast auch ein Beispiel mitgebracht, ne? Dass man es noch mal ein bisschen jetzt so ein bisschen Fleisch bekommt, so was genau. Genau. Wie könnte dann so das in so einem Konflikt wirklich Verständnis auch erzeugen? Also hast du da ein Beispiel für uns? Genau. Also ich mache mal ein Beispiel von einer Mediation, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Ich würde ganz gerne vielleicht ganz kurz, ich gebe denen einfach Alias-Namen, gebe denen so Namen, damit sie auseinanderhaltbar sind und würde erstmal so ganz kurz was zu denen sagen. Also es gibt einen Herr Kraft oder nochmal anders angefangen. Es geht um eine Abteilung mit in der Mediation war ein Abteilungsleiter und zwei Teamleiter und eine Teamleiterin. Das waren sozusagen alle Teamleiter, die es dort in der Abteilung gab. Und diese zwei Teamleiter, die eine Teamleiterin, die haben Teams geführt, die zwar jetzt heute eine gewisse separates Leben haben, aber die doch große Überschneidungen haben, auch räumlich starke Verbindungen haben, viel miteinander zu tun haben, sodass also im Grunde das, was der eine Teamleiter macht, irgendwie für andere Teamleitungen auch eine Wirkung haben. Einfach weil, ne, also dieses, wie wird geführt und was gilt und was sind die Aufgaben, was ist wichtig. Also die Teams waren nicht so separat, dass da jeder Teamleiter sagen könnte, das ist ja mein Bereich, das hat mit dir nichts zu tun. Und das war ein Teil der Problematik, dass sie eben doch recht verschieden waren. Da gab es eben den einen Teamleiter, das ist der, ich habe den jetzt einfach mal Herrn Kraft genannt, 55 Jahre alt, seit 25 Jahren Teamleiter in diesem Team. Also wirklich lange. Und nach meiner Einschätzung eine 8. Und dann gab es den Herrn Leicht, 56 Jahre alt, seit 24 Jahren dort Teamleitung, nach meiner Einschätzung eine 7. Die haben also wirklich eine echte Ehe zusammen schon. Also haben eine ganz lange Geschichte zusammen. Dann gab es die Frau Jung, 30 Jahre alt, die erst seit einem halben Jahr dort Teamleiterin ist. Und interessanterweise konnte die Frau Jung besonders gut mit dem Herrn Leicht, obwohl dann Frau Jung nach meiner Einschätzung tatsächlich eine Achterstruktur hatte. Also das war auch eine ganz interessante Brücke zwischen den beiden. Also und die Frau Jung, sage ich später noch was dazu, was dann eigentlich die Thematik war. Und der Abteilungsleiter darüber, den habe ich hier mal Herrn Schwung genannt, 40 Jahre alt und seit zwei Jahren Abteilungsleiter, also relativ neu und nach meiner Einschätzung eine 3. So, dann haben wir sozusagen hier Kopf, Herz, Bauch versammelt und die 8 nach meiner Einschätzung zweimal vertreten. Und im Grunde genommen, weiß ich, soll ich noch schon ein bisschen mehr darüber erzählen, über die Vorwürfe, die sie gegenseitig haben, was so die Situation war oder wie wollen wir da weitermachen? Ich bin gespannt, ja. Okay, naja, es ist eigentlich nicht so originell. Man muss ja ganz ehrlich sagen, dass man ähnliche Situationen erlebe ich durchaus häufig. Deswegen ist es ja auch ein Modell, weil es immer wieder auftaucht. Das ist ja einfach so. Also es war einfach so, dass Herr Kraft, unter anderem der Vorwurf gegen Herrn Kraft ist, dass er wirklich teilweise eine sehr ruppige Kommunikation hat. Wie ruppig die sein kann, habe ich daran gemerkt, dass ich teilweise ihn in der Mediation schon ganz schön heftig fand. Und dann habe ich dann den Herr Leicht, der sich darüber beschwert, gefragt, so wie jetzt gerade Herr Kraft gerade redet, so meinen Sie das? Nein, das ist normal, sagt er. Also also der hat schon ziemlich deftig formuliert, Herr Kraft. Und das war also einer von den Punkten, wo Herr Leicht sich dann bestimmten Punkten tatsächlich irgendwie beleidigt gefühlt hat. Noch schwieriger ist für ihn, dass er das Gefühl hat, dass Herr Kraft im Grunde genommen am liebsten alles selbst in der Hand hat, selbst entscheidet, seinem Team wenig Spielraum gibt. Also gerade und Herr Leicht als Siebener, der hat halt seinem Team viel Raum gegeben, selbst zu entscheiden. Ne, aus Sicht von Herrn Kraft war das laissez-faire, aus Sicht von Herrn Leicht war das Partizipation und Übernahme von Verantwortung durch Teilnehmen. Und aber Herr Kraft eben, sah sich in der Rolle, dass er sich verantwortlich fühlte für ein gutes Ergebnis und auch dafür, dass Dinge, die von oben aus dem Betrieb kamen, auch wirklich von ihnen umgesetzt wird.
Also Herr Kraft hat dem Herrn Leicht vorgeworfen, dass er sich zu leicht nimmt, dass er Fähnchen nach dem Winde schwingt, dass er das, was in der Führungsrunde vereinbart wurde, nicht nach unten durchträgt, sondern eher so, ja, und so ist es leider. Also Herrn Kraft hat es gefehlt, dass Herr Leicht dann auch für die gemeinsam entwickelten Standards und Beschlüsse steht. Genau, das waren so einige. Und für Herrn Leicht war auch schwierig, dass er den Eindruck hatte, wenn er eine andere Meinung hatte und versucht hat, Herrn Kraft davon zu überzeugen, musste er einfach unheimlich viel Kraft aufwenden, musste er sich sehr anstrengen. Also es war, Herr Kraft sagte doch, ja, so für gute Argumente und so weiter, kein Problem. Aber Herrn Kraft davon zu überzeugen, das war eben nicht so leicht. Ja, und Herr Kraft fühlte sich daran nicht, er konnte eben gegenüber seinen Kollegen, aber auch gegenüber den Mitarbeitern durchaus sehr, sehr kantig kommunizieren. Andererseits, auch typisch 8, hat er die Eigenschaft, wenn einer von seinen Mitarbeitern gesundheitlich oder privat gerade gestresst, gehandicapt, geschlagen war, dann war das jemand, der sich vor die Leute gestellt hat und mit nicht in die Pfanne gehauen hat, war auch jemand, der auch dem Gerechtigkeit wichtig war, also auch Leute auf die Beförderungsschiene geschoben hat, sehr aufwendig, wenn die wirklich sich besonders hervorgehoben haben durch Leistung, solche Sachen. Und da war eben Herr Kraft auch sehr frustriert, dass das nicht gesehen wird und dass Herr Leicht immer nur hervorhebt, wie er robust kommuniziert, aber seine, in meinen Worten, fürsorgliche Seite im Grunde nicht beschreibt, nicht wahrgenommen hat. Und da gab es eben noch die Frau Jung, die seit 30 Jahre alt, seit einem halben Jahr da ist, auch Teamleiterin ist, auch eine 8. Und das war ganz interessant, weil das war einfach eine Führungskraft von neuem Schlag. Also die beiden anderen mit 50er, das war einfach so eher so der, von der Herkunft eher so ein bisschen so der alte Stil, wie man so früher Führung gemacht hat. Das war so im industriellen Bereich, Industriebetrieb. Und die Frau Jung hat von vornherein ganz andere Ideen über Führung, über Kommunikation und so weiter. Das heißt, kommunikativ hat die sehr zu Herrn Leicht gestanden, im Sinne von, man möchte die Mitarbeiter stärker einbeziehen, in die Verantwortung nehmen, und konnte dann aber interessanterweise Herrn Kraft sehr direkt und sehr klar sagen, was sie stört. Also Frau Jung konnte in der Mediation Herrn Kraft sehr klar und sehr offen und ruhig formulieren, was ihr nicht passt. Also das fand ich, waren so ihre Achterqualitäten, dass sie relativ unerschrocken und klar auch Dinge benannt hat. Genau, das waren so die drei Leiterinnen und Leiter. Und gab es dann eben nicht noch den Herrn Schwung. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass er eben sehr gut wertschätzen konnte, was die drei da machten. Das hat also sehr, sehr hohe Fähigkeit. Er hat auch deutlich gesagt, dass ihm es wichtig ist, dass alle drei weiter da an Bord sind, dass alle drei sich wohlfühlen können. Hat aber auch deutlich gemacht, dass ihm Effizienz wichtig ist und dass ihm Leistung wichtig ist und dass so, wie die miteinander kommunizieren, das so nicht weitergeht. Also muss sagen, dass die vorherigen Führungskräfte, die vorher in Schwung dran waren, das offenbar immer wieder haben schleifen lassen und diese alte, uralte Ehe zwischen Herrn Kraft und Herrn Leicht sich sehr, sehr eingeschleift hat und Herr Schwung jetzt die etwas undankbare Aufgabe hatte, das wieder in Schwung zu bringen, sage ich mal, und in Bewegung zu bringen. Äußerlich, wie Dreier in ihrem Normalmodus sind, sehr verbindend, sehr verständnisvoll und so weiter. Aber es war auch deutlich, dass es auch Grenzen gibt und dass das hier auch so eine Mediation zu machen, auch eine Investition ist, zeitlich vor allen Dingen, aber auch finanziell, und dass es auch Grenzen gibt. So, aber er möchte es mal im Guten versuchen, so ungefähr, sag ich mal, war das mit denen. Und nur hierarchisch, Herr Schwung war gleichgestellt, gleiche. Nee, Herr Schwung war Vorgesetzter von Herrn Kraft, Herrn Leicht und Frau Jung. Also er war der Abteilungsleiter. Er war Abteilungsleiter. Die anderen drei waren die Teamleiter. Genau. Okay. Mhm. Also ich habe die Ausgangssituation gut verstanden. Pam, ich weiß nicht, ob du eine Frage hast. Nein, aber ich habe es gut verstanden. Ich höre auch schon, was wir nennen, die Basic Life Strategy, hörst du schon in die Dynamik, in diesen Konflikt. Ja. Das sind so ganz typische Dynamiken, also die kenne ich schon tausendfach. Ja. Es ist so typisch, ne? Also wie oft man bei 7 so ein bisschen den Vorwurf hat von den anderen, nicht genug Information, die zu viel Freiheit eben, weil die 7 lieb Freiheiten, können gut damit umgehen, können am allerbesten funktionieren mit Freiheit, aber manche Leute brauchen mehr Information, ein bisschen mehr Anweisung, was zu tun ist, ein bisschen mehr zielgerichtete Richtung, Unterstützung, und das kann sich immer verändern bei 7.
Und wir hören bei 8 ist immer das Typische. Also die sind zu dirigieren, die sind zu kontrollieren. Manchmal bis zum Micromanagement hört es manchmal. Und das ist natürlich so ein bisschen so, ne, so am Hals von einer 7. Das können die gar nicht vertragen. Aber die gehen nicht so sehr in Konflikt. Das wird nicht geklärt, sondern es wird so ein bisschen akzeptiert und unter Umständen ein bisschen in die innere Immigration nach dem Motto, da kann man eh nichts machen. Ganz typisch. Also tatsächlich habe ich 7er, 8er auch schon in der Arbeitswelt damit jetzt schon in vielen Konstellationen gehabt immer wieder diese ähnlichen Themen, ne? Ja. Jetzt bin ich gespannt, du hast ja jetzt eine gute Grundlage inhaltlich und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie ich das erklären würde. Aber ich bin jetzt natürlich gespannt, diese Dynamik, wie hast du es jetzt erklärt? Ja. Und hast du also auch strategisch, wen hast du so ein bisschen als erstes, ne? Es ist ja auch immer eine interessante Sache, bringt man Herr Schwung, der Abteilungsleiter sozusagen, der vielleicht gar nicht so im Konflikt steht, schon, wann bringt man den mit ein und so weiter. Also wie hast du da gehandhabt mit der Erklärung? Ja, ich muss gestehen, dass ich sogar keinen so ganz allgemeinen Grundsatz habe, wie ich da rangehe in dem Fall. Ich glaube, ich nehme gerne erstmal ein Beispiel von einem Zentrum, wo ich mir sehr, sehr sicher bin. Ich bin mir nicht immer 100% sicher bei der Einordnung und in dem Fall ist ganz häufig, dass ich mit dem Bauch insofern anfange, weil es für mich auch als Achter leichter zu identifizieren ist. Und ich finde es wichtig, bei diesen wenigen Stichworten, die ich zum jeweiligen Zentrum aufs Papier bringe, dass ich auch erstmal mit positiven Qualitäten anfange, die auch natürlich aufgeklungen sein müssen. Ne? Also in diesem Fall hier war das, dass ich einerseits, ich fing mit dem Bauch an, habe eben nochmal zur Autonomie nochmal Bezug genommen, die ich da schon drauf stand, habe nochmal deutlich gemacht, dass Menschen, die viel Autonomie haben, eben typischerweise sind, die auch leicht in Führung gehen. Das sind Leute, die, wenn die anwesend sind bei einer Vereinsgründung und man sucht einen ersten Vorsitzenden, sind ganz schnell sozusagen wie Bäuche, in Klammern natürlich besonders die Achter, gefragt. Es geht bei denen sehr häufig um das Thema Verantwortung. Verantwortung ist denen was Wichtiges. Auch die Identifikation, das hat auch der Herr Kraft auch immer wieder betont, dass er sehr stark mit diesem Industriebetrieb identifiziert ist und sich deswegen dafür auch sozusagen den Arsch aufreißt, so ungefähr. Und auch, dass eben Menschen mit viel Bauchenergie häufig eine sehr starke intrinsische Wahrheit haben, im Sinne von, was ist richtig, was ist falsch, eine gewisse Neigung auch an dem Punkt zu Schwarz-Weiß-Denken haben, sozusagen, so diese Grautöne nicht so ganz wahrzunehmen. Wahrhaftigkeit, Offenheit, Direktheit etwas ist, was sie sehr schätzen. Ne, im Unterschied zu dem, was ja der Herr Kraft dem Herrn Leicht vorwarf, dass er sich so ein bisschen in die Büsche schlug, wenn es unbequem wurde, so dieses Wahrheit, Offenheit, Direktheit. Und dann aber auch, und dann kam ich zu diesem etwas kritischen Teil, diesen spontanen, schnellen, sehr hochenergetischen Ausdruck. Dieses auf eine Art und Weise sprechen, auf eine Art und Weise tun, die einem selbst, wenn man gewissermaßen Vertreter dieses Zentrums ist, von sich heraus sich als ganz natürlich und normal empfindet, im Sinne von ich argumentiere doch nur, und andere aber durch die Art, durch die Intensität einfach irgendwie sich so fühlen, wie jetzt muss ich mich echt dagegen stemmen. Wenn ich das irgendwie aufhalten will, muss ich mich dagegen stemmen. Fühlt sich an wie heftiger Gegenwind, manchmal sogar wie so eine Ohrfeige. Und so, das ist was ich häufig an dieser Stelle, gerade wenn ein Achter da dabei ist, so dieses Darstellen dieser enormen Energie, mit der ich was erreichen will, meiner Verantwortung, meiner Führungsrolle gerecht werden will und nicht wahrnehme, dass wie viel ich tatsächlich an Energie raushaue. Ich habe an der Stelle natürlich den Vorteil, ich selbst ein Achter bin und diese Geschichte habe und deswegen relativ authentisch sagen kann, was ich häufig mache, dass ich das Thema selber kenne, dass ich da viele Jahrzehnte gebraucht habe, das bei mir wahrzunehmen überhaupt, dass es bei mir so ist. Also dieses Autonomie-Thema, Verantwortung, was umschlägt in enormen Energie- und Kraftaufwand, der nach außen sehr stark abstrahlt und von innen häufig nicht so stark wahrgenommen wird. Da male ich gerne noch so einen großen, ein Männchen mit großen, runden Bauch rein, wo ich noch ein Herz reinmale und sage, und typisch allerdings auch ist, dass tatsächlich diese Menschen von außen häufig sehr wuchtig und stark wirken. Das hat allerdings sozusagen auch den Sinn, dass
das große Herz, was die eigentlich haben, das weiche Herz, das geschützt wird. Und dass das oft nicht wahrgenommen wird, dass sie tatsächlich einerseits dieses Herz schützen, aber selbst auch Menschen, die in Not sind, Schutz geben. Das sind also Menschen, auf die man bauen kann, wenn man in Not ist. Und mal auch sehr häufig in diesen Bauch noch dieses kleine Kind rein und beschreibe das eben in diesen Menschen mit dieser wuchtigen Fassade eben auch dieses kleine Kind ist, was geschützt wird. Jemand, der die Erfahrung gemacht hat, wenn ich nicht stark auftrete, dann sozusagen wird über mich hinweggegangen. Das ungefähr ist das so. Und ich, was ich noch hinzufüge, auch häufig sind diese emotionale Wörter Wut, also als etwas, was im Konflikt oberflächlich schnell wahrgenommen wird. Aber dahinter ist etwas, was häufig nicht so leicht wahrgenommen wird, und das ist die Hilflosigkeit. Und idealerweise natürlich habe ich das auch bereits in der Mediation reingedoppelt, sodass die Menschen auch tatsächlich diesen Anklang haben an Wut und an Hilflosigkeit. So. Aber das ist es im Grunde genommen schon, was ich erstmal zu Bauch erkläre. Und ihr merkt schon, so wie ich es jetzt gerade beschreibe, ist halt schon auch in Richtung 8 optimiert. Also Perfektionismus oder sowas kommt jetzt hier nicht vor. Also es ist schon häufig so, dass ich nicht ganz allgemein Bauch, sondern schon ein bisschen mit einer Färbung beschreibe, ohne dass ich deswegen jetzt gleich über 9 Stile rede. Was ich sehr schön finde, ist diese Betonung. Ich finde es so wichtig. 8er sind hochemotionale Menschen, auch wenn sie das nie von sich sagen würden. Und ich finde es so schön, dass du eben mitbeschreibst die gute Intention dahinter. Ja. Und das ist eigentlich das ist einfach der Schlüssel, um ein Gegenüber irgendwo zu gewinnen, dass sie vielleicht nochmal aufmachen, nochmal verstehen wollen, was da passiert. Es ist im Grunde diese Basic Life Strategy basiert auf dieser hochemotionale Energie. Emotion und Energie ist die Kombi. Und das hat eine gute Intention. Ich will es wirklich gut machen. Und ich will auch umsetzen, meine Intention. Und dahinter dieser Schutz für sich selber, für die anderen, dass das ein Aspekt ist, eine große Kompetenz der 8, finde ich sehr wichtig. Und was mir ein kleines bisschen gefehlt hat, war noch das Wort Respekt. Und ich mag es nur reinbringen. In dem Moment, wo diese ganze Energie mit guter Intention sich mit einem Gegenüber auseinandersetzen will, und diese Gegenüber verschwindet. Es ist die höchste Frust, die eine 8 überhaupt erleben kann. Und das wirklich deutlich zu machen. Einfach diese gute Intention, dann landet das im Nichts, wenn plötzlich kein Gegenüber mehr da ist. Und das ist natürlich diese Grundlebensstrategie der Kopf, ne, der 7. Vielen, die haben ein bisschen Angst vor dieser Energie, die wollen sich nicht damit auseinandersetzen, weil die sich selber nicht zutrauen, dass die es können. Aber man muss einfach verstehen, wie wunderbar das ist, wenn die dann auch wieder ein bisschen in Bauchzentrum kommen und ein Gegenüber anbieten. Das ist Respekt. Ja, ja. Und da können wir alle von lernen. Ja. Ich habe zwei Sachen, die ich da ergänzen will. Also zum Ersten die Information an alle, die zuhören, weil ich werde mich jetzt auf ein Wort beziehen, das nennt sich Konfliktleiter. Wer dazu eine gesamte Episode hören will, ich kann das nur empfehlen, weil das ein sehr wichtiges Konzept ist für die Mediation, für Konflikte, aber auch für die Lösung von Konflikten. Die Konfliktleiter haben wir in Episode 110 auch mit Tillmann besprochen, 110. Und darin am untersten Ende sozusagen der Konfliktleiter nennen wir das die innere Not. Und ich fand sehr interessant, dass du in deiner Beschreibung auch schon eine erste leichte Andeutung dahin gemacht hast, ne, im Sinne von dieses kleine Kind, das da drin steckt in diesem Bauchmenschen und dieses Gefühl so, ich will irgendwie, weiß nicht, ob du Zugehörigkeit und so besprochen hast, aber ich muss mich schützen, ne? Ich habe ein Herz, das ich schützen muss, damit ich nicht irgendwie überrannt werde und so weiter. Und meine Frage an dich ist, das machst du natürlich ganz bewusst so, also ich nehme an, das war kein Zufall, dass du das so genannt hast, aber wie wichtig ist es für dich, dass du diese innere Not erklärst, also dass das als auf dem Tisch liegt, im Raum sozusagen gehört wird? Also ich finde, das ist gerade in Konflikten mit Achtern eigentlich die Premium-Verbindung zwischen der 8 und den anderen. Also dass die etwas wahrnehmen, was sie vorher eben häufig nicht wahrgenommen haben, dass hinter dieser klotzigen Fassade ein verletzbarer Mensch liegt.
Und dass tatsächlich, also in den allermeisten Fällen, diese Menschen, mit denen ich dazu habe, sie Bauch, speziell Achter, dann auch nach diesem stundenlangen Gespräch, das wir hatten, wo ich ja auch mit den Leuten auch schon in innere Not gegangen bin, sich auch dazu bekennen. Also das ist ja durchaus für einen Achter auch riskant, über dieses kleine, verletzbare innere Kind und dieses weiche Herz zu reden. Und gerade im industriellen Kontext, wenn ich da im Eingangsstatement in der ersten Stunde mir jetzt schon gesagt, ja, ich weiß schon, Herr Kraft, Sie sind ein sehr feinfühlender, zarter Mensch, der wäre mir in die Gurgel gegangen, ja. Also insofern, das ist eben genau der Grund, weshalb so eine Erklärung echt nach Stunden von Gesprächen eigentlich erst einen Platz haben, weil sie dann erst die Tiefe haben können, weil ich natürlich schon mit dem Herrn Kraft auch schon ein Stück weit in der inneren Not war im Gespräch. Und jetzt eigentlich noch das, was im Gespräch schon lief, nämlich über seine Hilflosigkeit auch zu sprechen, das jetzt mal in dieses Kind des kleinen Bildes sozusagen kleide. Und das ist sozusagen so nun jetzt nur noch ein kleiner Schritt. Ne? Ganz am Anfang des Gesprächs wäre das eine komplette Überforderung, Bruch deren Kultur gewesen, das zu tun. Ne? Und aber das ist insofern eine Verbindung, dass die das sehen, die anderen, dieses kleine Kind, und dass der sich dazu bekennen kann und auch dieses, ich erlebe dann dann auch häufig, beschreibst du ja auch häufig, Pam, erlebe ich immer wieder bei dir, diese Weichheit, die man auch wahrnimmt bei solchen Menschen, ne? Wenn man auf dieser Ebene sie anspricht, diese Bauchmenschen, wenn man über ihr großes Herz und das kleine Kind anspricht. Ich meine, dass ich in dem Fall tatsächlich so gemacht habe, dass ich tatsächlich diesen Bauch erklärt habe, den Herrn Kraft gefragt habe, er da auch zugestimmt hat und ich dann gleich dazu übergegangen bin, Frau Jung zu erklären, weil die ja auch eine Achterin ist. Das war in diesem Fall auch sehr, sehr nützlich, weil ja zwischen der Frau Jung und dem Herr Leicht war ja eine gute Beziehung. Und die Frau Jung war einfach clever genug, also die hatte auch eine recht kräftige Physis, das war schon von der Präsenz her schon wirklich eine Acht, aber die war clever genug als 30-jährige gut ausgebildete Frau, sich gut im Zaum zu haben. Also die hat sich gut in dritte Reihe gestellt, die hat ganz genau gewusst, ich bin erst ein halbes Jahr hier und ich muss erst mal ein bisschen diplomatisch sein, ich muss vorsichtig, die hat sich, finde ich, da sehr, sehr gut eingeführt, aber ich konnte ihr sehr direkt sagen, ja, ich glaube, Frau Jung, wenn Ihnen jemand schräg kommt und wirklich mal versucht, Sie von ihrer Position wegzuschubsen oder Sie beiseite zu schubsen, ich glaube schon, dass Sie ganz schön kräftig Ihre beiden Füße in den Boden stellen können und deutlich machen können, dass man mit Ihnen nicht Späßchen machen kann. Ne? Hat sie gestrahlt. Ne? Also da hat man da auch wirklich gemerkt, das war schön, dass obwohl sie jetzt nicht so klar erlebbar, klassisch exportiert, achtach war, dass das eben sehr wohl auch ein Stil war, den sie kannte. Und das fand ich gut, weil einfach Herr Kraft so ein bisschen gewissermaßen in diesem Dreierteam der Außenseiter war, der von den beiden anderen kritisiert wurde. Also dass da so eine Verbindungsbrücke war. Also manchmal ist es verbindend, wenn man einfach auch diese Ähnlichkeit beschreibt. Ne? Und ich mache auch eine Erfahrung, ich weiß nicht, ob du das machst. Ich merke, die Agent-Achter, wenn man die mit der Zeit, also genug Vertrauen und genug Vorbereitung, wenn man sie wirklich irgendwann mal darauf anspricht, dieses große Herz und dass die eine gute Intention haben und was für ein Beschützer oder Gerechtigkeit, was auch immer Thema dahinter ist, wenn man sie darauf anspricht, Richtung innere Not, da, also ich würde sagen, in 90%, 95, da schießen sofort Tränen. Auch gerade in diese älteren Haudegen, wo du das nie erwarten würdest, wie oft bin ich berührt? Das ist sofort, das sind sofort Tränen in den Augen. Und das ist für die anderen immer sehr beeindruckend, für sie selber. Und trotzdem, ich habe noch nie erlebt, dass eine ärgerlich auf mich war. Also die sind irgendwie, gibt es noch so eine Art Dankbarkeit, wirklich gesehen zu werden. Ja, Dankbarkeit, also, dass der Raum dafür jetzt geöffnet wird und gehalten wird und die auch mal so sein können. Ne? Ja, also es ist ein echter Turning Point, ja. Ja, absolut. Auch fast Dankbarkeit, dass man dahin geht, aber eben vorsichtig, kleine Schritte dahin geht. Ja. Also wenn ich zurückkomme in das Beispiel, du hast jetzt den Bauch sozusagen aberklärt. Und dann bist du wahrscheinlich, wo bist du dann hin? Dann bin ich halt zum Kopfzentrum gegangen, nochmal zum Thema Sicherheit durch Informationen.
Und einfach, ich habe dort nochmal verschiedene Wörter vorgehoben, die mir in dem Dialog zwischen diesen beiden einfach was sehr Wichtiges erschienen. Das war einmal dieses Thema Vertrauen, hat auch immer wieder über das Vertrauen geredet, was ihm wichtig ist. Auch, dass Menschen mit viel Kopfenergie häufig so eine angeborene, leichte Allergie, Skepsis bis Allergie gegenüber Hierarchie und Macht hat. Also gerade so dieses typische vom Bauch, speziell von der Acht, dieses sich verantwortlich fühlen für Führung, dass es für eine Achter was vollkommen selbstverständlich ist, während das eben für jemanden mit viel Kopfenergie eher skeptisch beäugt wird und eher das Gefühl ist, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Es ist wichtig, das hat dieser Herr Leicht immer wieder gesagt, wie wichtig ihm das ist, dass seine Leute Raum haben, sich selbst zu verwirklichen und Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Das hat er immer wieder gesagt. Also diese Skepsis gegenüber Hierarchie und Macht. Auch diese Fragen, die automatisch auftauchen im Gespräch, also wenn man gemeinsam sich bespricht und ein Projekt machen will, dass also Fragen, immer wieder auf Fragen kommen, die andere von anderen auch als Hinterfragen erlebt werden können. Und dass sie generell jetzt nicht so einen Schmerz damit haben, in der zweiten Reihe zu stehen. Also es war jetzt für den Herrn Leicht keine Vollkatastrophe, dass Herr Kraft sich so ein bisschen so wie Big Boss gebärdete. Also eigentlich ist das, also für Herrn Leicht ist das in Ordnung. Er muss da nicht sozusagen sich nach vorne stellen und der Oberboss sein. Und es war ganz interessant, bei dem Herrn Leicht war auch dieses Thema Loyalität was sehr, sehr Wichtiges, das immer wieder auch hochgekommen ist. Aber für ihn war das eben eher so diese Loyalität mit den Underdogs, also mit seinen Leuten, auch mit den Teammitgliedern von Herrn Kraft. Also mit denen fühlte er sich loyal. Das war ganz interessant, während Herr Kraft ja sozusagen einforderte, sozusagen den Schulterschluss der Führungskräfte und gewissermaßen sozusagen so eine, dass Herr Jung gewissermaßen loyal ist zum Betrieb und zur gemeinsamen Führung, war der Herr Leicht eher, fühlte sich eher loyal zu den sagen wir, arm geknechteten Menschen, die unter Herrn Kraft zu leiden hatten und zu den Mitarbeitern. Also es war eine Führungskraft, die typischerweise, so wie es im Gespräch sich entwickelte, eher seine Mitarbeiter im Blick hatten als den Betrieb als Ganzen. Und bei Kraft war es eher umgekehrt. Da hatte er gewisserweise den gesamten Betrieb und seine Verantwortung für die gesamte im Ergebnis und weniger den einzelnen Mitarbeiter. Also und das ist so typisch. Also das immer wieder und immer wieder, das ist einfach so. Im Kopfzentrum, man will nicht fremdbestimmt sein. Man hasst es wie die Pest. Mhm. Es löst einen so starken emotionalen Reaktion aus in einem selber. Dann verträgt man das gar nicht, dass jemand anders, mein Team oder sein eigenes Team, mit so diese Anweisung, mit diese bestimmende Art irgendwas tut. Das vertragen die einfach nicht. Und dann muss es eine Reaktion geben. Und dann kommt, finde ich, das haben die gemeinsam, dann kommt diese Beschütze. Reaktion. Dann hat er auch die Siebene eine große Beschützerreaktion, wenn es darum geht zu verhindern, dass ihre Leute fremdbestimmt werden. Die wollen es selber nicht tun, die wollen auch bestimmt nicht, dass andere das tun. Und dieses Schulterschluss mit dem Team, also es ist ja eine Führungsart im Kopfzentrum sehr häufig, ich würde sagen, auch wieder 90%, dass man Schulterschluss mit dem Team hat und nur ausnahmsweise mal in einer Art, ich sage mal hierarchischen, ich bin jetzt die Leitung, Position geht und sagt, ich habe hier die Verantwortung zu bestimmen, was passiert. Ganz, ganz selten. Hauptsächlich Team und Schulterschluss und wir zusammen, dieses Wir-Gefühl, wir zusammen gegen die anderen. Und dann ergibt sich ganz schnell wir gegen eben Organisationssystem, Regeln und so weiter und so fort. Also genau. Das war ja wirklich ganz klassisch so. Und ich habe dann nochmal der Herr Kraft wirkte ja auf allem Raum sehr kämpferisch, aber ich habe nochmal deutlich gemacht, dass eben das Mensch mit viel Kopfenergie durchaus auch sehr kämpferisch sein können, wenn es bei ihnen um Recht haben im Denken geht. Ne? Also ich habe eine Idee, wie es richtig ist oder was sozusagen, wie es tatsächlich ist und dass eben dann durchaus Menschen mit viel Kopfenergie ganz schön erbitterte Gegner auch im Konflikt sein konnten. Und das waren die beiden. Das war so ein richtig fest eingestrittenes Streitpaar. Und durchaus unterschiedlich gewissermaßen im ersten Blick, aber beide sehr beharrlich dabei, dass sie recht hatten und dass der andere nicht recht hatte. Und das können dann eben auch Menschen mit viel Kopfenergie dann auf ihrem
ich weiß, wie es sozusagen, wie es richtig ist, eben auch sehr, sehr beharren. Und das dann von außen natürlich dann auch für die Frau Jung zum Beispiel oder für den Herrn Schwung, beide sozusagen ja eine Generation jünger auch nochmal als die beiden anderen, durchaus auch so ein bisschen mit Kopfschütteln und so, ne? Also das war schon sehr interessant. Also das war so diese Zweiheit, die ich dargestellt habe. Und ich habe dann warte ganz kurz, ich würde eine Sache gerne noch so sagen. Also dieses, das ist schon interessant, ne? Diese Dynamik, was du gerade am Ende erzählt hast, beide wollen Recht haben. Und interessanterweise, die Strategie ist komplett anders, wie man da rangeht. Beim Bauch ist es viel mehr energetisches Recht haben. Ne? Man spürt das Recht haben energetisch. Und beim Kopfzentrum ist es eben viel stärker über Informationen, Worte, Erklärungen und so weiter gestückt. Und und das Dilemma ist dann natürlich, irgendwann verliert der Kopfmensch einfach den Respekt vor dem Bauchmensch. Weil dieses ständig energetisch irgendwie, ne, sagen wir mal, impulsiv sein, zumindest jetzt im Fall, in diesem Fall mit Herrn Kraft, dass man sich denkt, ja, komm, dann der weiß es wieder besser und so weiter. Ne? Es wird so ein bisschen abfällig plötzlich in der Bewertung, wie man sich so gegenübersteht. Und das ist natürlich genau das, was die Acht und der Bauchmensch überhaupt nicht haben, also nicht braucht. Ne? Im Gegenteil, eigentlich bräuchte der jemanden, der gegenübersteht, und der Kopfmensch bräuchte jemanden, der nicht so konfrontativ ist. Also es wird immer stärker die Dynamik im Auseinanderziehen. Das Entfernen wird dadurch immer mehr gestärkt. Also das wäre auch, was du beschreibst, finde ich auch wirklich eine gute Art, nochmal einen Aspekt der Dynamik zwischen beiden zu erklären und weshalb das auch so schwierig werden kann zwischen beiden, weil sie auch eben zwei verschiedene Sprachen sprechen. Ne? Was sie eigentlich brauchen, ist, der Bauch braucht Dankeschön für Klarheit und Kopf braucht Dankeschön für die neue Information. Das sind die zwei Dinge, die Fragen nicht hören. Fragen, ja. Und die Fragen, das wollen die nicht haben, aber beide könnten das so ergänzen, wenn beide das wertschätzen würden, diese Klarheit, diese klar den Weg aufzeichnen, nicht zu viel reden, nicht zu viel drumherum, lass uns mal machen, ist eine enorme, ich finde es eine enorme Unterstützung für Orientierung, was Kopf braucht. Ja. Aber die brauchen auch mal einen Hand in den Ruck und komm, machen wir mal. Und dann sehen wir, ob wir noch Fragen haben. Und die brauchen diese Dankeschön für diese Gaben, was jeder mitbringt. Die sind ergänzend. Und dann hast du noch wahrscheinlich das Herzzentrum erklärt, ne? Den Herrn Schwung. Genau. Ich habe da, das war ja natürlich, er war wirklich in keiner Weise konfliktbeteiligt. Also er war wirklich von allen drei anderen gut akzeptiert, hatte ich den Eindruck. Hab da einfach nochmal so dieses Thema Beziehung, Kontakt, Wertschätzung, ne, dieses Wertschätzung für die verschiedenen Gaben, die die drei da reingebracht haben, Anerkennung für deren jeweiligen Leistungen, Effizienz dann aber auch und Flexibilität und hab nochmal deutlich gemacht, also Menschen mit viel Herz können tatsächlich über relativ langen Zeitraum auch so ein bisschen Slalom fahren und sozusagen mit den Leuten mitgehen und schauen. Und ich habe jetzt in diesem Fall eben diesen Herrn Schwung vor allen Dingen als Dreier verstanden, habe nochmal deutlich gemacht, aber wenn dann deutlich wird, also ne, Menschen mit Beziehung ist auch wichtig, durch Leistung Anerkennung zu bekommen, denen ist wichtig, dass sie dass er nach oben auch eine funktionierende Abteilung vertreten kann in seinem Betrieb. Und dass es eben auch die Erfahrung gibt, dass die so charmanten Menschen mit viel Herzenergie auf einmal auch ganz schön hart werden können, wenn deutlich wird, das wird nichts mehr mit dem Ziel, wenn die sich so weiter verhalten. Und dass die durchaus in solchen Fällen dann auch harte Entscheidungen treffen können und sehr hart durch die Wand durchgehen können und nicht mehr Slalom fahren. Also das hat man dem Herrn Schwung, finde ich, zu keinem Zeitpunkt angesehen in der Mediation. Ich glaube, der war auch in diesen zwei Jahren noch nicht so weit angekommen, dass die ihn jemals so erlebt haben. Aber er hat das durchaus bestätigt. Also nach dem Motto, wir können auch anders so. Ne? Und das fand ich auch nochmal ein wichtiger
Schritt für die anderen beiden, für dieses Streitpaar, für dieses Streitehepaar, dass denen auch deutlich wird, naja, das war bisher in diesen 2 Jahren mit dem Herrn Schwung, das war bisher noch ganz nett und es geht aber auch anders. Und da ist jetzt irgendwie nach der Mediation irgendwann auch Payday. Die müssen auch zeigen, dass sie anders können. Sonst kann es auch ungemütlich werden. Also das habe ich da so ein bisschen mehr so perspektivisch für die Zukunft reingespielt, sage ich mal so. Ja, also die Mediation sozusagen ist eigentlich ein Zeichen, wenn ich das jetzt auf mich übertrage, des letzten Goodwills. Ja, ja. Wir versuchen es nochmal zusammen. Ja. Und genau, wie du sagst, aber ja. Leute, ich gucke mir das nicht mehr so lange an. Ja, ja. Das ist in meinem Fall ganz oft, weil Mediation bedeutet ja, man holt einen Externen rein, man muss den bezahlen, man muss Zeit aufwenden und das ist eben die vorletzte Intervention, bevor es dann wirklich unangenehm wird meistens, aus Sicht der Führungskräfte. Und das fand ich da auch nochmal wichtig, dass das denen auch bei aller Charmantheit, die Herr Schwung hatte, dass denen das auch mal deutlich wurde, dass das auch wahrscheinlich irgendwann seine Grenzen hat. Ja, und dann habe ich... Ich möchte hinzufügen, der Herr Schwung als Herz wird es hier nicht aushalten, weil diese Konfliktträchtigkeit, dieses, wo das alte Ehepaar das gewohnt sind, wahrscheinlich sich gar nicht mehr so viel dran stört, aber für ein Dreierchef, die erleben das als Scheitern, wenn ihre Leute nicht gut miteinander umgehen und sich gut verstehen. Also diesen auch auf dieser Beziehungsebene hellwach. Und das Faktor Erfolg hängt auch davon ab. Die wollen gerne, dass es menschlich, beziehungsmäßig, bitte effizient und zum Ziel kommt. Mhm. Aber die können nicht, es tut weh, die können nicht ignorieren, oder? Philipp, sag du was dazu. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es macht auch einfach keinen Spaß zu arbeiten, wenn die ganze Zeit irgendwo Konflikte in der Luft hängen. Furchtbar. Fühlt sich an, wie es ist einfach komplett unnötig. Es ist einfach total unnötig, sich zu streiten. Also warum kann man nicht das Gleiche machen, wenn man quasi gut miteinander funktioniert, wenn man motiviert ist, wenn man Spaß an der Arbeit hat? Ja. Im Herzzentrum ist es so ein bisschen wie der tiefe Glaube, wenn die Menschen gut miteinander umgehen, ist das der sicherste Weg zum Erfolg. Ganz nicht, sicher. Also, ja, 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 ja. Nicht nur bei Herzen, ja. Ja. Nicht nur bei Herzen, aber bei uns ist es eben, wie du vorhin sagst, vorne an sozusagen. Ja, natürlich. Nein, es ist also ein bisschen entscheidenden Faktor mit. Ja. Merke das natürlich an, weil das natürlich mein großes Learning in meinem Leben ist, dass ich Mediation genau so gestalte, dass mir klar ist, der goldene Weg über die Klärung eines Konflikts ist über die Beziehungsklärung natürlich, das ist gar keine Frage. Ne? Also Effizienz und Menschlichkeit geht zusammen. Ne? Aber ich werfe nochmal den Schalter um, ne? Also ja. Was Tillmann auch gesagt hat, wenn irgendwann wenn mein Herz nicht dabei ist, also wenn ich viel mehr um mich drehe und dem, was ich als quasi Leistung abgebe, beziehungsweise wie wir vorankommen, dann kann es natürlich schon sein, dass es mir am Ende dann auch egal ist. Hauptsache, die liefern ab. Ne? Also, ob die dann sich jetzt alle so gut sind, Hauptsache, die liefern Ergebnisse. Ja, kann auch sein. Also, dann ist mir so diese klassischen Sätze, ne, wir müssen uns nicht lieb haben, wir arbeiten hier. Ja, das kann dann auch sein, ja. Also das habe ich auch schon erlebt bei einer anderen Führungskraft, die dann eben tatsächlich auch eine 3, auch eine Führungskraft von weiteren Führungskräften, wo auch klar war, da können beide überhaupt nicht miteinander. Und es ist aber so, dass die eine, die problematischer war, aber viel, viel länger da war und viel erfahrener war und die jüngere Führungskraft mal sagen könnte, der hätte man dann eher noch eine Chance geben können, war einfach weniger erfahren. Und die hat dann durchaus relativ herzlos im Nachgespräch gesagt, dass schon für ihn klar war, also wenn das mit den beiden nicht klappt, dann muss der Jüngere gehen, auch wenn der Ältere eigentlich den größten Bock missgebaut hat. Aber er war nicht ersetzbar. Also war die 3 durchaus herzlos im Sinne von, ja, sorry, also der Betrieb muss laufen so. Ne? Also das ist dann eben auch eine Teil der Wahrheit so. Ne? Und dann haben wir dann auch entsprechend halt auch Vereinbarungen getroffen. Also der Herr Stark hat das durchaus, Herr Kraft hat es durchaus kapiert. Das war auch nicht wirklich das erste Mal, dass er diese Art von Feedback bekommen hat. Und hat eben auch ganz klar auch in der Vereinbarung deutlich gemacht, dass er sich dann Coaching holt, um mit dieser Dosierung seiner Energie zu arbeiten. Herr Leicht hat sich nochmal wirklich schriftlich nochmal deutlich geäußert, sodass ihm das natürlich wichtig ist, dass er diesen Vereinbarungen unter den Führungskräften loyal ist und dass er da also dieses
gemeinsam für gemeinsame unbequeme Entscheidungen, die man gemeinsam getroffen hat, auch nach unten steht und so weiter. Es gab natürlich noch eine ganze Reihe mehr von Vereinbarungen, aber letzten Endes. Also das ist ein Entwicklungsfeld für Kopfmenschen. Dieses Stehenbleiben und sich einstehen für die Organisation und für ihre hierarchischen Level, die Kollegen auf den Level, das ist ein Entwicklungsfeld, weil der ganze Impuls ist weg da. Ich identifiziere mich mit dem Team. Ja. Wir sind alle Buddies zusammen. Wie gesagt, so den Worten nach vereinbart haben sie es und ob das tief genug ging, da können wir natürlich nochmal nachforschen, ja. Ja, ja. Ich finde es nur die Dynamik, ich finde es immer so interessant. Das sind so diese subtilen Dynamiken, die ich ja irgendwie so aus die Jahre lange irgendwie kenne. Aber die sind oft nicht bekannt, die kommen oft nicht mal zum Wort, ne? Schon interessant, ja. Wir haben ja über diese Erklärung jetzt gesprochen, erklären mit Kopf, Herz, Bauch. Die Leute haben zugehört, du hast erklärt, teilweise anscheinend ja auch genickt oder irgendwas bestätigt. Aber konntest du dann am Ende dieser Erklärung in dem Raum irgendwas Verändertes wahrnehmen, vielleicht energetisch oder mehr Verständnis? Oder wie hat sich dann der Raum verändert dann nach dieser Erklärung? Also ich kann tatsächlich sagen, dass es da zwei verschiedene Reaktionen waren. Mein Eindruck war tatsächlich, dass der Herr Kraft mit seiner Bauchenergie, dass der sich gut verstanden gefühlt hat, gut gesehen gefühlt hat und auch eine hohe Bereitschaft hatte, also wirklich auch zeigte zu sagen, ich arbeite daran. Und man hat aber bei dem Herrn Leicht auch gespürt, dass diese 24 Jahre heftiger Streitbeziehung, die sie schon haben, dass sie einfach auch schon wahnsinnig viel Spuren bei ihm hinterlassen hat und sehr verhärtet war. Also da war schon auch sehr viel Skepsis nach wie vor. Und ich habe das auch gewürdigt, weil es ist ja so, gerade wenn so eine Beziehung so lange läuft, ist die eigentliche, the proof of the pudding, also die Frage, ob es wirklich wirkt, ist ja letzten Endes dann die Praxis. Also was passiert da eigentlich? Ne? Und insofern haben die da auch, also in der Praxis selbst, wenn sie sich dann im Team wieder begegnen und in den nächsten Monaten. Insofern ist natürlich auch ein Teil der Vereinbarung, dass da auch der Schwung noch mit den beiden da eng im Gespräch bleibt, dass die durchaus enger wieder miteinander sprechen, als sie es zuletzt gemacht haben und dass sie so eine Art von Monitoring machen. Aber das ist, finde ich, auch wirklich auch verstehbar, dass Leute auch noch ein bisschen skeptisch sind. So, also insofern, man muss schauen, Mediationen sind nicht immer eine Garantie auf, es wird harmonisch. Ich würde aber schon sagen, dass da neue Informationen geflossen sind und auch für den Herrn Leicht was Neues gekommen ist und er muss aber schauen, ändert sich wirklich was so, ne? Ich bin auch ein bisschen dazu übergegangen, weil ich weiß, wie schwierig manche Entwicklungsschritte sind. Jemand sagt, ich mache das. Also ich bin ja nun Herz und ich musste so arbeiten, bis ich mein Bauchzentrum zur Verfügung hatte. Also weiß ich schon, wie schwierig es ist für uns Herzmenschen und Kopfmenschen sind noch weiter weg vom Bauch. Wenn ich höre Vereinbarung und ich weiß, was für eigentlich ein Entwicklungsschritt da drin gehört, um es umsetzen zu können, dann spreche ich das an und ich fange an zu bitten. Kann schwierig sein. Hast du eine Idee, was könnte jemand anders tun, um dich darin zu unterstützen, dass ich praktisch auf Papier bekomme, dass jeder gehört hat, es ist schwierig, ein schwieriger Schritt, wird nicht immer gelingen. Falls es gelingt, was kann ich tun? Auf jeden Fall anerkennen, danke, ansprechen. Und was kann ich tun, um zu unterstützen, dass es gelingt? Also was die anderen tun, um zu unterstützen, dass es gelingt? Und ich habe angefangen, das zu machen, so als ein abschließender Schritt, weil ich merke, dass Vereinbarung, ja, ich will gerne wissen, dass die überhaupt irgendwie machbar sind, die sich gegenseitig unterstützen können mit dieser Vereinbarung. Weil einfach so klappen, vieles ja, aber manche Vereinbarungen sind einfach etwas unrealistisch, wenn ich das mache. Und mir gefällt das gut, weil ich das Gefühl habe, dann das ist alles, was ich tun kann. Mehr kann ich nicht. Aber dann nimm die was mit. Nicht, dass jemand da nur so hängt und wir immer nur hören, dass die nicht umsetzen, was die vereinbart haben. Das würde ich schrecklich finden. Mhm. Die nicht in diese Ecke zu lassen, sozusagen. Also mehr die Verantwortung aller Parteien ein bisschen mit einzubeziehen. Weil ich meine, klar, die Chance, dass jemand sagt, ja, wir haben eine Vereinbarung getroffen und du hältst dich nicht daran, ne?
Die Einladung gibt es natürlich in so einem Konflikt. Das ist so einfach. Ne? Wir laden die anderen in Grunde Verfolger zu werden, von denen, die die Vereinbarung nicht einhalten. Ja. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man weiß, dass Vereinbarungen haben auch Herausforderungen. Und wir können darin unterstützen. Es ist ja agiles Arbeiten. Ne? Also wir unterstützen die anderen darin, genau wo wir wissen, dass es für die ein bisschen schwieriger fällt. Mhm. Also unterstützen wir. Wir können ja andere Sachen, wo wir Schwierigkeiten haben. So ein bisschen Transparenz, ne? Ja, gut. Tillmann, du hast uns dieses Beispiel gebracht. Ich fand das tatsächlich sehr schön, nochmal so ganz, ich nenne es jetzt einfach mal strukturiert, ne, diese Erklärung, die Vorteile davon, wie du es anwendest und dann auch das Beispiel zu hören. Gibt's noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du denkst, das wäre nochmal gut, irgendwie zu erzählen, zu erklären, zu benennen? Vielleicht auch eine kleine Zusammenfassung oder so. Ja, also mir ist nochmal wichtig zu sagen, nachdem ja in letzten halben Stunde, 40 Minuten im Podcast ja diese inhaltliche Beschreibung von Kopf, Herz und Bauch jetzt ja so ganz im Vordergrund gestanden hat, finde ich nochmal wichtig, nochmal zum Anfang nochmal zurückzugehen. Einfach nochmal zu erinnern, ich glaube, Menschen sollten vorsichtig sein, Leuten, die das Enneagramm noch gar nicht kennen, zu schnell eine Erklärung über den Kopf zu braten. Das kann backfiren, das kann nach hinten losgehen. Also ich glaube, es ist mal ganz wichtig, erstmal die Menschen erzählen zu lassen, denen zuzuhören, dass sie sich wahrgenommen fühlen. Das kennt im Grunde genommen jeder, dass wenn man zu jemandem kommt und ein bisschen klagt und jammert, man möchte nicht sofort Ratschläge haben, man möchte nicht sofort Erklärungen haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also bei mir in der Konfliktarbeit ist es ein ganz wichtiger Standard, aber ich glaube, es ist auch in ganz vielen anderen Beziehungen gut, dass man nicht zu schnell der Besserwisser ist, der sagt, du, ich erkläre dir mal, es ist hier ganz einfach. Ja. Leider. Und das wollte ich einfach nochmal, einfach nur in Erinnerung bringen. Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Voraussetzung dafür, dass das Enneagramm gut angenommen werden kann, dass man erstmal bei den Menschen als Menschen ist und nicht so viel erklärt. Ja. Ja, ein sehr guter Punkt. Ja. Ja, vielen Dank, Tillmann. Ich verweise nochmal darauf, dass du eine Ausbildung zusammen mit, in Kooperation mit Enneagram Germany leitest und dass diese Ausbildung am 20. März 2025 beginnt. Wer da mehr drüber wissen will, findet mehr Informationen auf tillmannmetzger.de. Tatsächlich auch auf enneagramgermany.de, da ist auch unter den Weiterbildungen Informationen dazu, aber die Anmeldung und wirklich die ganzen Gespräche zur Anmeldung, die wird Tillmann machen. Und wie ich jetzt gelernt habe, nicht nur tillmannmetzger.de, mediationsausbildung.de, das ist auch noch eine neue Webseite, die jetzt gerade extra dafür abgestellt wurde. Also sehr schön, finde ich nach wie vor eine gute URL für eine Mediationsausbildung. Ja, Tillmann, habe ich gerade noch was vergessen? Ja, nur um zu sagen, Beginn der Ausbildung ist in Rendsburg. Wir starten dort im Nordkolleg, ein sehr, sehr schöner Ort. Und wir sind aber auch in der Transformation, dass wir auch einen Teil der Seminare künftig wahrscheinlich auch mehr in der Mitte Deutschlands machen. Da sind wir noch am Organisieren sozusagen. Aber der Start ist auf alle Fälle in Rendsburg. Und Rendsburg, nur dass die Leute ein bisschen geografisch einordnen können, wo ungefähr ist das? Nördlich von Hamburg, weiß ich, ne? Nördlich von Hamburg. 100 Kilometer nördlich von Hamburg. Genau. Mhm. Ja. Okay, gut. Dann, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag und danke, Tillmann, dass du dich bereit erklärt hast, hier zu sein. Danke. Ja, danke, Tillmann. Es macht immer wieder Spaß. Es hat richtig Spaß gemacht. Sehr schön. Danke. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.